Das ist die Insta360 Ace Pro. Wer sich in letzter Zeit mit den Top-Action-Cams auf dem Markt beschäftigt hat, wird an dieser Kamera nicht vorbeigekommen sein. Sie ist bereits seit November 2023 auf dem Markt und hat bei vielen, auch mir persönlich bekannten YouTube-Radlern, den Platz der Hauptkamera eingenommen. In diesem Video möchte ich nicht auf die bereits tausendfach vorgestellten Features eingehen, sondern im direkten Vergleich mit der GoPro die Punkte näher unter die Lupe nehmen, die für mich als Radreise-YouTuber wichtig sind und am Ende zu entscheiden, ob es meine neue Hauptkamera wird. Tatsächlich hilft mir dieses Video auch selbst dabei, leichter eine Entscheidung zu treffen, da ich sonst die Tests nicht durchgeführt hätte. Hierbei sei erwähnt, dass für mich die Verwendung eines externen Mikrofons unabdingbar ist. Wenn jetzt jemand auf den dritten großen Hersteller verweisen will, bei dem das System intern ohne Adapter und Kabel möglich ist, kann das gerne tun. Ja, ist mir bekannt, kommt aber aus Gründen, auf die ich nicht näher eingehen will, für mich nicht in Frage. Nun zur Insta360 Ace Pro. Das sind einige Punkte, die ich mir näher anschauen will. Praxistest auf dem Fahrrad, wie ist die Videoqualität, Stabilisierung und bei mir immer kritisch über Kopffilm und dabei den Horizont halten. Farben und Helligkeitsausgleich von hell ins dunkle, die Lowlight Performance. Bei dem Praxistest habe ich so einige Features entdeckt, die mir die GoPro nicht bietet und ich tatsächlich in der Praxis gut gebrauchen kann. Und dann folgen noch ein paar Laborversuche, Akku-Ausdauertest im direkten Vergleich mit der GoPro 11, Dauer des Akkuwechsels, wenn das externe Mikrofon angeschlossen ist. Und zuletzt, welche Kamera ist schneller startklar? Dieses Video ist nicht gesponsert. Nachdem ich proaktiv auf Insta360 zugegangen bin, hat mir Insta360 die Ace Pro einschließlich des umfangreichen Zubehörs kostenlos zur Verfügung gestellt. Insta360 hat keine Bedingungen oder Vorgaben für den Inhalt dieses Videos gemacht. Hier erfahrt ihr meine freie Meinung und meine Eindrücke von der Kamera. Legen wir nun mit einer kleinen Hausrunde um den Flughafen in Hamburg los. Hier zunächst ein Überblick über meine recht konservativen Einstellungen der Kameras. Und hier fällt mir doch gleich schon was auf. Hier hat die Ace Pro die schnellen Helligkeitswechsel offenbar besser im Griff. So, ich habe noch eine Idee, wo ich Lowlight mal testen kann. Ja, das ist schon recht duster hier. Ja, perfekt für den Test. So, jetzt kann man bei der Insta noch den Pure-Modus einschalten. Das werde ich jetzt mal machen. So, jetzt habe ich den Pure-Modus an, fahre wieder nochmal in das dunkle Loch. Und ja, er hat jetzt auch, was ist das dunkel, auf 30 FPS umgeschaltet. Dann kann natürlich ein bisschen mehr Licht einfallen. Bei der GoPro ist jetzt noch auf 60 FPS. Also nicht ganz fair der Test. Ja, cool. Ich fahre mal weiter zum Flughafen. Ja, man sollte es nicht vermuten. Hier steht man direkt am Zaun vom Flughafen. Ja. Ich werde nochmal auf die andere Seite fahren und die Linsen putzen vielleicht. Und mal gucken, ob ich die Flugzeuge ein bisschen näher ranholen kann, falls welche kommen. Ja, die Horizontalsperre ist mir gar nicht so wichtig, die Rundrum-Horizontalsperre. Damit meine ich die Horizontalsperre bei der GoPro, auf die ich mich aber leider nicht immer verlassen kann. Wichtig ist, dass das Bild einfach ausgerichtet ist. Jetzt halte ich sie mal schief leicht. Oh, nochmal andersrum. So, jetzt drehe ich sie auf 180 Grad. Hier sieht man schön, was ich meine. Bei meiner GoPro Hero 11 ist das Bild bei Überkopfaufnahmen eigentlich immer schief, so dass ich nach der 180 Grad Drehung im Schnittprogramm das Bild nochmals ausrichten und somit hineinkroppen muss. Was nicht nur zusätzliche Arbeit macht, sondern auch auf Kosten der Bildqualität geht. Auch hier wieder beim Zurückdrehen braucht die GoPro viel zu lange, um den Horizont wieder einzufangen. Ja, ich hoffe, die ist wieder gerade. Ja, mal sehen nachher im Schnittprogramm. Und zur Demonstration gleich nochmals, was verdeutlicht, dass das kein Einzelfall war. So, machen wir nochmal einen Test.
Auch hier wieder das gleiche Ergebnis. So, wieder andersrum. Und ich halte sie mal leicht schief. Da sehe ich schon bei der GoPro, dass das Bild leicht schief ist. Bin gespannt. Also bei mir kommt das immer relativ selten vor, dass die GoPro abschmiert. Aber jetzt gerade war die Datei beschädigt auf der GoPro 11. Musste repariert werden, konnte offenbar repariert werden. War auch egal. Yes, wir waren nice hier lang zu fahren. Übrigens fahre ich hier so eine Flughafenrunde, 20 Kilometer sind das ungefähr. Und gleich geht es nochmal durch den Tunnel, durch den Kronschied-Tunnel. So, jetzt auch wieder die hell-dunkel Situation. Ach, jetzt bewölkt es gerade. So ein Ärger. Ach, ich habe mal kein Licht an. Hier ist deutlich zu sehen, dass die Ace Pro bei schlechten Lichtverhältnissen viel besser stabilisiert. Ach, das ist kühl hier drin. Jo, ist einigermaßen dunkel hier drin. Ich wackel mal ein bisschen. Welche? Oh, ich wackel ganz schön stark. Ja, ich bin gespannt, welche Kamera besser ist nachher. Bei der Insta hat man die Möglichkeit, noch ein bisschen näher ran zu zoomen. Mit einem digitalen Zoom verlustfrei. Ich probiere das mal bei diesem Flugzeug. Und weil es so schön war, gleich noch eins. Ja, ich bin jetzt hier im Eppendorfer Moor. Hier bin ich immer ganz gerne, um Reviews zu drehen, falls ich mal welche mache. Ja, aber es kommen ja auch ständig Leute vorbei. Ja, hier auch sehr schwierige Lichtsituation. Ich bin jetzt hier total im Schatten, hinter mir das Licht. Ja, noch cool ist hier, das hier ist kein Aschenbecher. Das ist auch keine Vogeltränke, sondern hier eine Fernbedienung mit Live-Bild. Cool. Ich kann damit die Aufnahme stoppen. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Oder sehe jetzt genau, wie ich hier im Bild zu sehen bin, falls ich das Display mal nicht aufgeklappt habe. So kann ich die Kamera ja vorzeitig starten. Das ist nice. Und zeichnet halt den GPX-Track auf oder GPS-Daten, allerdings immer nur ja, von dem jeweiligen Clip. Also nicht von der, natürlich nicht, wenn sie aus ist. Ne? Bevor ich jetzt nun meine Laborversuche starte, möchte ich auf ein wirklich interessantes Feature der Ace Pro eingehen. Time Warp kennen wir ja bereits von der GoPro, also Zeitrafferaufnahmen, während sich die Kamera bewegt und der Eindruck entsteht ja, als wenn man auf Schienen fahren würde. Bei der Insta360 findet man die Funktion unter Timeshift. Hier habe ich nicht nur die Möglichkeit, das Video zu pausieren, sondern während der Timeshift-Aufnahme auf Normalgeschwindigkeit umzustellen. Das ist zum Beispiel interessant, wenn man etwas Spannendes sieht und es nicht einfach vorbeifliegen lassen will. Ich finde die Funktion, eine Timeshift-Aufnahme in Normalgeschwindigkeit enden zu lassen, klasse. So kann ich einen schöneren Übergang zu nachfolgenden Szenen schaffen, die auch dann in Normalgeschwindigkeit aufgenommen wurden. So, jetzt aber zu meinen versprochenen Laborversuchen. So, jetzt werde ich mal testen, wie lange es dauert, bis die Akkus wieder aufgeladen sind. Ich habe hier die Fraktion GoPro, hier die Fraktion Insta360. Habe hier ein ordentliches Ladegerät mit 140 Watt. Damit werde ich die beiden Ladegeräte anschließen. Hier ist das Original Insta, hier ist ein No-Name Telesyn, den ich immer verwendet habe. Und hier sind die Akkus, die sind komplett leer. Da ist nichts mehr drauf. Die Kameras lassen sich nicht mehr einschalten. Ich habe hier zwei identische Kabel, mit denen ich die Ladegeräte anschließe. Und ich werde hier über die Powerbank noch zwei Akkus jeweils laden, direkt in den Kameras. So, die Kameras habe ich schon angeschlossen und jetzt geht's los. Das Ergebnis wird nicht überraschen. Der Insta-Akku lädt mit dreifacher Leistung. So, jetzt nach 36 Minuten etwa ist der erste Akku voll. Hier mit der Insta360 in dem Original-Ladegerät. Und kurze Zeit später
ist auch die Insta360 voll. Keine 40 Minuten. Jetzt harren wir die Dinge, wie lange die GoPro hier noch braucht. Nach knapp 2 Stunden ist bei dem Ladegerät vom GoPro-Akku das Lämpchen immerhin von rot auf gelb umgesprungen und die Stoppuhr von meinem Fitnessarmband war am Anschlag. Nach über 2 Stunden und 10 Minuten war dann endlich auch der Akku in der GoPro geladen. Das hat 3,5 Mal so lange gedauert wie bei den Insta360-Akkus. Und eine halbe Stunde später war dann auch der Akku in der Telesyn-Ladeschale geladen. Eigentlich ist das eine Zumutung. Inzwischen war es schon dunkel und die zweite Halbzeit vom Spiel Deutschland gegen Schweiz hat angefangen. Ja, kommen wir zum Ausdauertest. Ich werde jetzt beide Kameras nochmal vollständig aufladen. Die haben jetzt über Nacht etwas verloren an Kapazität, an Ladung. Die GoPro hat so um die 4% verloren, die Insta 1%. Ich habe bei beiden Kameras die Drahtlosverbindung ausgeschaltet und habe beide Kameras auf 4K mit 30 FPS eingestellt. Um Hitzeprobleme zu vermeiden, schalte ich die Kamera nach 15 Minuten aus und lasse sie mal so 5 Minuten abkühlen und schalte sie wieder ein. Ich habe mal Videos gesehen, dass die eigentlich beide, also dass beide Kameras bei 4K eigentlich durchhalten, aber ich habe keine Lust, den Versuch dann eventuell nochmal machen zu müssen. Und für mich kommt das sowieso nicht, ist das kein Anwendungsfall. Ich lasse die Kamera meistens so ein paar Sekunden laufen, höchstens mal eine Minute und schalte sie dann eigentlich immer wieder aus. Ja, ich spanne jetzt die Kamera wieder auf meinen Selfie-Stick und schraube hier diesen Fuß an. Also diese Kombi habe ich, die habe ich jetzt seit 3 Jahren auch in Verwendung. Habe es jetzt neu bekommen für die zweite Kamera. Und das ist hier ein Carbon-Stick, also der ist leichter als der andere. Und das hier halt ausziehen, ohne drehen oder irgendwas. Das kann man auch einhändig machen beim Fahren. Super. Gut, dann geht's mal los. Ich hole mal die Kameras. Eine Uhr brauche ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht an den Baum hängen hier gegenüber, sondern ich werde einfach sehen, wie lang die Clips nachher geworden sind. Ach so, hier muss ich ja nicht viel machen, einfach aufstecken und das hält. Man könnte jetzt vorne noch verriegeln, das sind kleine Riegel. Jetzt fahre ich nochmal die Beinchen aus, damit auch ja nichts umfällt. Kann losgehen. So, erste Abkühlphase. Schalte ich mal auch kurz aus. So, Abkühlphase ist zu Ende. Übrigens verwende ich bei der GoPro so einen weißen Akku. Der ist neu, den hatte ich einmal verwendet oder ein, zweimal aufgeladen. Genauso oft wie bei der Insta auch. Also beide etwa gleich alt. Ich weiß nicht, wie oft ich auf den Balkon gerannt bin, um die Kameras ein- und auszuschalten. Jedenfalls kam es so, wie es kommen musste. Die Speicherkarte von der Insta360 war voll und somit der Versuch versaut. Also musste ich am nächsten Tag den Versuch nochmal starten. Ja, dritter Tag mit den Akkus. So langsam artet das ein bisschen aus hier mit den Akkus. Aber ich will mich heute nicht so stark versklaven lassen von meinem eigenen Versuch und werde die Kamera jetzt mal eine halbe Stunde laufen, obwohl es jetzt auch wärmer ist. Wir haben, glaube ich, noch 25 Grad. Ja, super Wetter eigentlich zum Radfahren. Ich mache lieber hier Versuche. Gut, alles jetzt noch mal neu laden. Die Kameras, die Akkus sind wieder aufgeladen und die Speicher geleert. Inzwischen habe ich alle Clips auf dem Mac geladen und bin gespannt, welcher Akku länger durchgehalten hat. Ich lade mal zunächst die Clips von der Insta360 in die Timeline und darüber lege ich die Clips von der GoPro. Und tatsächlich, die Insta hat länger durchgehalten. So, ich habe meinen Titel hier über die Überlänge gelegt und
Dieser Titel ist 6 Minuten 33 Sekunden lang. Das heißt, mit einer Gesamtlänge von einer Stunde 22 oder fast 23 Minuten ist der Clip der Insta oder der Film der Insta um 6 Minuten und 33 Sekunden länger als die von der GoPro. Kommen wir nun zum Akkuwechsel bei angeschlossenem externen Mikrofon. Mit der GoPro und für den Anschluss eines externen Mikrofons nötigen Media-Mods wird der Akkuwechsel regelrecht zur Tortur. An der Ace Pro benötigt man dazu nur den kleinen Mikrofonadapter, den man beim Akkuwechsel nicht entfernen muss, da sich der Akku auf der anderen Seite unter einer getrennten Klappe befindet. Ich habe mir sagen lassen, dass man beispielsweise die Sender vom DJI Mic mit der Insta360 koppeln kann. Allerdings muss man dann wohl die Verbindung immer wieder manuell herstellen und das jedes Mal, wenn man einen Clip aufnehmen will. Das Prozedere kommt für mich nicht in Frage. Falls ihr hierzu Tipps habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Solange sich der Typ die Finger mit der GoPro abbricht, möchte ich auf die noch bis zum 19. Juli, also Freitag, laufende Aktion von Insta360 hinweisen. Bis zu 190 Euro Rabatt in den Stores von Insta oder bei Amazon. Die Ace Pro gibt es für 369,99 Euro. So, der Typ ist auch endlich fertig. Herzlichen Glückwunsch. Und zum Schluss testen wir noch die Einschaltgeschwindigkeit mit der Quick Capture Funktion. Hier war die GoPro um 0,4 Sekunden schneller da. 0,4 Sekunden finde ich absolut vertretbar. Ich werde es gleich nochmal testen, da ich nicht ausschließen kann, dass ich absolut gleichzeitig auf den Auslöser gedrückt habe. Übrigens gibt einem die Ace Pro nach dem Beenden der Aufnahme noch 3 Sekunden die Möglichkeit, die Kamera weiterhin eingeschaltet zu lassen. Dies finde ich besonders praktisch. So ist die Kamera dann noch schneller einsatzbereit, wenn man zum Beispiel schon ahnt, dass um die nächste Ecke irgendwas Spannendes kommt. Hier noch ein Versuch. Das waren jetzt 0,23 Sekunden Unterschied. Also hey, da wollen wir nicht meckern. Jetzt möchte ich noch mal auf das Zubehör kurz eingehen. Also mit der Kamera ist das ja in der Regel meist nicht getan. Man braucht doch noch so einiges an Zubehör. Hier die Kamera. Da ist sogar so ein Saugnapfteil dabei. Hier. Das finde ich nicht schlecht. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das mit dabei war. So, dann natürlich ein Selfie-Stick braucht man natürlich. Ich habe jetzt hier diesen Carbon gewählt. Der nennt sich hier Action Invisible Selfie Stick. Der ist 100 cm lang. Genau. Der alte war irgendwie länger. Das ist der normale. Der war 120, der hat nur 100, reicht mir aber völlig aus. Sehr schön finde ich hier, dass man den nicht irgendwie drehen muss, sondern man kann ihn ausziehen. Wie gesagt, man kann ihn auch notfalls mit einer Hand hier ausziehen. Und auf dem Fahrrad klappe ich das dann oft einfach so wieder zusammen. Gut, Selfie-Stick, dann auf jeden Fall so ein Stativfuß, so ein Dreibein. Das können wir hier ausklappen und ausziehen. Und das wird unten einfach angeschraubt. Zack, und schon ist das Ding einsatzbereit. Ich habe das hat sich bei mir einfach bewährt. Ich habe das Teil auch mit der GoPro schon hier seit 3 Jahren im Einsatz. Ja, inzwischen hat es ein bisschen gelitten. Ups, aber deswegen habe ich das einfach nochmal bestellt. Man hat nicht nochmal extra Stativ dabei, sondern ja, ist einfach gleich mit dabei sozusagen. Dann solltet ihr auf jeden Fall Ersatzakkus bestellen, zumindest einen Ersatzakku dabei haben. Ich habe 2 Ersatzakkus, also sind es insgesamt 3 bei mir jetzt hier. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, so ein Ladegerät, wo man die Akkus laden kann. Die werden hier auch gleichzeitig geladen. Es wird die Füllstandsanzeige zumindest in grün, gelb und rot angezeigt. Dann, was nicht unbedingt erforderlich ist, aber wenn ihr jetzt ein Mikrofon anbringt, braucht ihr erstmal diese Schnellwechselplatte. Das ist hier diese hier. Moment, ich muss das erstmal anmachen.
So, da könnt ihr die Kamera einfach so ganz schnell entfernen und wieder aufsetzen. Das hält auch. Die braucht ihr, die Platte braucht ihr, damit ihr diesen Halter anbringen könnt für das externe Mikrofon. Den braucht ihr auf jeden Fall. Der ist sehr wertig, der ist aus Metall auch. Hier wird das angebracht. Dazu braucht ihr, wenn ihr jetzt ein externes Mikrofon anschließt, seht ihr mich noch, dann müsst ihr hier diesen Adapter noch bestellen. So, das ist so ein klitzekleiner Adapter. Immer noch besser als bei der GoPro mit diesem blöden MediaMod. Der ist schnell angebracht. Hier wird einfach das externe, ach, das hängt jetzt an der Sony, Mikrofon per Klinke eingesteckt. Dann habe ich hier noch, was eigentlich nicht unbedingt notwendig ist, einen Winkel für das Umswitchen von vertikal auf horizontal, wenn man jetzt Instagram-Fotos machen will oder Videos machen will. Ja, was man nicht unbedingt braucht, was absoluter Luxus ist, ist hier diese Fernbedienung mit Bildschirm. Das wird mitgeliefert mit so zwei Gummi-Armbändern. Das kann man am Fahrrad befestigen. Man kann es auch direkt am Arm befestigen und kann die Kamera fernsteuern und das Bild auch sofort sehen. Man kann übrigens die Insta auch direkt mit der Apple Watch steuern. Allerdings kann man das Bild da nicht sehen. Deswegen ist das hier ein extra Feature noch mit dem Live-Bild. Jo, das war's einfach. Ich muss euch noch die eingangs gestellte Frage beantworten, ob die Ace Pro meine neue Hauptkamera wird. Die Kamera konnte ich bereits ausgiebig auf einer 60 Kilometer Sternfahrt in Hamburg und weiteren kleinen Touren testen. Nicht nur die Video- und die Audioqualität ohne externen Mikrofon überzeugen. Insbesondere die herausstechende Lowlight-Qualität mit der Stabilisierung unter schlechten Lichtverhältnissen, die schnelle Lademöglichkeit und der schnelle Wechsel der Akkus sprechen für sich. Auch das leidige Thema mit der Ausrichtung des Horizonts scheint zu überzeugen. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht glauben, aber tatsächlich geht es für mich in wenigen Tagen wieder los. Ja, und die Kamera wird als Hauptkamera im Einsatz sein. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Video etwas mitnehmen und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis denn!